Und da unten ist eine Truhe. Die hole ich mir direkt. Voilà. Und zwar nehme ich mir wieder ein Bett. Aua. Voilà. Hallo. Hallo. Okay. Warte mal, eine andere Idee. So. Komm auch nur von da. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich weiß schon wie. Dann so. Dann so. Dann so. Da komme ich nicht hoch. Komme ich an die Truhe dran? Ah, ich bin doch so ein Idiot. Ihr habt doch die Spinne. Ihr habt doch die Spinne. Du hast den Herzanschlag erhalten. Ein niedlicher Haarschmuck, der die Wahrscheinlichkeit geringfügig erhöht, Herzen zu finden. Es gibt viele Ausrüstungsgegenstände, die du anlegen kannst, um Vorteil zu erhalten. Wenn du neue Teile erhältst, kannst du sie im Plusmenü unter Ausrüstung anlegen. Haben wir angelegt. Da oben ist schon das der Masterboss. Auch eine Masterschlüssel. Und da unten rechts auch einen kleinen Schlüssel. Sieh mal einer an. Was gibt's auch wieder? Weiter geht's. Die Korana gemerkt. Hungrige Pflanze, die sich auf alles stürzt, was ihr zu nahe kommt, kann erstaunlich leicht entwurzelt werden. Los, greif an. Ich brauche ein bisschen Energie. Dann kann ich eigentlich... Das geht bestimmt nicht, oder? Das geht tatsächlich. Wie gehe ich jetzt? Ich gehe nach links und dann nach oben. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. So schwer sind die Rätsel jetzt im ersten Dungeon noch nicht. Wäre schön, wenn ich mal ein bisschen Energie für mein Schwert bekommen würde.
Ach, hier zeigt uns spätestens das Spiel, dass wir dann was machen können. Einen kleinen Schlüssel halten, damit lassen sich abgeschlossene Türen öffnen. Immer mal wieder zerstören. Okay, da ist immer was drin. Wenn man es nochmal zerstört. Ach, ich sehe schon. Ich muss da irgendwie. So, jetzt aber. Okay, das war richtig easy. Eine Fee. Okay. Nehmen wir mal zur Kenntnis. Dann ist hier auch was? Nein, hier ist nichts. Ich bin gerade mächtig müde geworden wieder. Schläfst du momentan so schlecht? Hör mal, Zelda. Wenn du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast, kannst du übrigens noch eine weitere Fähigkeit nutzen. Versuche einmal R gedrückt zu halten, nachdem du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast. Während du R gedrückt hältst, folgen deine Bewegungen dem Objekt, mit dem du dich im Einklang befindest. Umgekehrter Einklang. Während du dich mit etwas im Einklang befindest, halte R gedrückt, um dich so wie das Ziel zu bewegen, mit dem du im Einklang bist. Dann bis gleich. Hier Natur? Ja, natürlich, so im Recht Natur. Und wahrscheinlich ist dort auch der Master Key drin. Ach, na super. Seid echt mal da. Funktioniert. Das war nämlich nicht. Ui, Follower-Alarm hier, was geht jetzt ab? Danke für eure Follows. So, bitte tragen Sie mich bitte zum Ziel. Jetzt noch irgendwie zur Truhe kommen. Okay. Das war kein Problem. Warte mal kurz. Ich glaube, ich mache es sogar anders. Ich mache es ganz anders. Nein. So. Hat niemand gesagt, ich es machen muss. Nicht der Master Key? Okay. Ist dann der Master Key? Ach, ist wahrscheinlich da oben. Okay. Thank you.
mit ganzen Alert-Delay. Okay, wie kriege ich das denn jetzt am besten hin? Warte mal. Wenn ich das so mache und dann so und dann... Fast. Ja, komm. Wunderbar. So. Müsste jetzt ja auch der Master-Key drin sein. Genau. Dann steht uns jetzt der erste Bosskampf bevor. Ich würde aber schon gerne noch ein bisschen Energie für mein Schwert. Naja, wird schon schief gehen. Eskalation ist passiert, Phoenix. Eskalation. Niemand hier? Dabei spüre ich ganz deutlich die Anwesenheit meiner Gefährten. Hallöchen. Na, wie geht's bestimmt? Ich sehe schon, was ich machen muss. Seismorok. Ich spüre meine Gefährten im Inneren dieses Monsters. Wir müssen sie irgendwie befreien, Zelda. Bitte hilf mir dabei. Okay. Das erinnert mich so an Tears of the Kingdom. Komm schon. Warte kurz. Nein. Ich will nur kurz ein Herz holen. So. Weiter geht's. Aua. Los, nimm das. Rage-Modus. Aua. So. Ich würde mal sagen, den ersten Dungeon haben wir mit Bravour bestanden. Ganz viele Blubbels. Ganz viele Tries. Das sind meine Gefährten. Nachdem wir sie befreit haben, strömen sie eine gewaltige Energie aus. So können wir den Riss schließen. Mit unseren Echo-Kräften können wir die vom Riss verschluckte Welt wiederherstellen. Sieh zu! Wo ist jetzt mein Herzcontainer hin? Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt.
Oh, wir haben ein Dreieck mehr. Wir können das ein Dreieck mehr benutzen. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Tree hat ein zusätzliches Dreieck erhalten. Ja, so neu jetzt nun auch nicht, Wolfsjunge, ne? Zweiter Account? Nun stehen dir beim Erschaffen von Echos mit Hilfe von Y mehr Möglichkeiten offen. Während wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas Interessantes von meinen Gefährten gehört. Von ihnen war plötzlich diese rissige Felsmonster aufgetaucht und hatte sie allesamt verschluckt. Sie saßen in diesem Monster fest und konnten daher nichts gegen den Riss unternehmen. Ach ja, und diese schönen Kristalle entstehen, wenn wir Risse schließen. Ich schenke sie dir, Zelda. Hilfe dem Browser ist mein Twitch auf Spanisch, but why? ¿Cómo está? Wir haben hier alles erledigt. Lass uns die normale Welt zurückkehren, Zelda. Aber erstmal möchte ich meinen Herz-Container haben. Wir können zwischen der normalen Welt und der Welt des Nichts hin und her reisen. Möchtest du zurück in die normale Welt? Yep. Dann lass uns aufbrechen. Der Riss in dieser Gegend ist vollständig verschwunden. Jetzt ist auch das Haus wieder da, das du besuchen wolltest. Auf diese Weise können wir auch die Risse an anderen Stellen verschwinden lassen und deinen Vater retten. Verzeihung, dürfte ich etwas fragen? Mein Name ist Sinstra und ich bin Ministerin am Hofe zu Hyrule. Könntet ihr mir sagen, wo ich mich hier befinde? Prinzessin Zelda? Ich habe euch überhaupt nicht erkannt, Euer Hoheit. Warum seid ihr denn so verkleidet? Oh weh. Jetzt versagen wir darin, euch vor diesem Ungeheuer zu beschützen und dann müsst ihr auch noch aus dem eigenen Schloss fliehen? Doch ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Beeindruckend, über welche Fähigkeiten ihr verfügt. Und dies ist also Try, der euch die ganze Zeit zur Seite stand? Ich danke euch vom Herzen, werter Try. Du kannst mich sehen? Oh ja, ihr seid fluffig und äußerst niedlich anzuschauen, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte angenommen, nur Zelda könnte mich sehen. Oh, die werte Impa konnte euch also nicht sehen? Woran mag das wohl liegen? Naja, wie dem auch sei. Es gibt viele offene Fragen. Sollen wir uns zuerst einmal an den gelb markierten Ort begeben, den Impa euch gewiesen hat? Der Verbleib von seiner Majestät und General Dex ist ungeklärt. Wir müssen uns eine Übersicht über die Lage verschaffen. Ach ja, it is what it is. Wolltet ihr bitte zeigen, welche Stelle Impa auf eurer Karte markiert hat? Ja.
Das ist das Haus von Empas Bruder. Deshalb also hat sie euch geraten, dort Hilfe zu suchen. Ich kenne den Weg. Folgt mir bitte. Okay, dann gehen wir noch. Machen wir erst im nächsten Stream. Ich gehe jetzt erstmal auf. Ich bin genötigt, das zu machen. Ich darf nicht speichern. Okay, dann machen wir das noch. Aber dann ist der Stream auch heute vorbei. Ja, Münze. Ich gehe voraus, ich weiß, wo ich hin muss. Da wären wir, Euer Hoheit. Bitte verzeiht uns den plötzlichen Überfall. Mein Name ist Sinstra. Impa hat mir schon viel von... Was stört ihr mich? Ich bin gerade sehr beschäftigt, also lass mich in Ruhe. Bitte verzeiht unser unangemeldetes Eindringen, aber habt doch bitte die Güte uns kurz... Ich habe zu tun und muss jetzt gleich aufbrechen, also kommt ein anderes Mal wieder. Ich beschwöre euch, so hört uns doch... Wie oft muss ich es denn euch noch sagen? Ich muss auf der Stelle aufbrechen und Link zur Hilfe eilen. Das ist doch die Kapuze, die Link getragen hat. Wo ist die her? Etwa von ihm? Wie bitte? Ich will alles über diesen grün gewandten Schwertkämpfer und die Risse wissen. Verstehe. Ich danke euch, Prinzessin. Endlich hat er sich beruhigt. Ach ja, ich wollte eben schon fragen, was ist das für ein Ding, das die ganze Zeit neben euch schwebt, Prinzessin? Du kannst mich sehen. Einartig. Damit gibt es neben Zelda schon zwei weitere Personen, für die das gilt. Anfangs konnte also nur die Prinzessin dich sehen, aber uns bleibst du nicht verborgen. Ja, und so ein seltsames Lebewesen habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Was könnten wir beide wohl gemeinsam haben, dass wir es sehen können? Eines fällt mir da direkt ein. Wir wurden beide von einem Riss verschluckt und sind von dort zurückgekehrt. Vielleicht ruft der Aufenthalt in einem dieser Risse irgendeine Veränderung in uns hervor. So langsam sollte ich mich auch einmal vorstellen. Lowberry heiße ich. Ich bin Impas großer Bruder. Und der Name des Schwertkämpfers, der die Prinzessin gerettet hat, lautet Link. Das Schwert der Stärke, das er trug, habe ich geschmiedet. Das Schwert der Stärke, sagt ihr? Prinzessin Zelda, ein blaues Ungeheuer hatte euch entführt. Und genau dieses Ungeheuer wollte Link besiegen. Ich habe mein Leben der Erforschung der Geschichte Hyrules gewidmet. Und Risse spielen darin eine wiederkehrende Rolle. In unserem Land sind schon immer von Zeit zu Zeit kleine Risse erschienen. Und manchmal sind auch Leute von ihnen verschluckt worden. Wem dieses Schicksal widerfährt, der kehrt nie mehr zurück. Er ist sprichwörtlich wie vom Erdboden verschluckt. Seit alters her sprechen die Leute davon, dass jemand weggezaubert worden sei. Jetzt kommt Link ins Spiel. Er hat für mich gegen die Monster gekämpft, die herauskommen, wenn sich irgendwo ein Riss auftut. So wollten wir möglichst viele Leute davor bewahren, weggezaubert zu werden. Mein Beitrag war ein Schwert, das ich für ihn geschmiedet habe. Es ist besonders effektiv gegen die Monster aus den Rissen. Und nun ist dieses Schwert in euren Händen, Prinzessin. Das Schwert der Stärke, das ich für Link erschuf. Link war also auf der Mission, die Risse zu bekämpfen. Unter den Monstern, die aus den Rissen gekrochen kamen, war ein besonders furchterregendes blaues Ungeheuer. Unsere Theorie war, dass wir nur dieses blaue Ungeheuer bezwingen müssten, um das ganze Phänomen der Risse ein für alle Mal zu beenden. Laut dem, was ihr mir erzählt, Prinzessin, ist es Link tatsächlich gelungen, seine Mission zu erfüllen. Das Ungeheuer ist bezwungen. Doch die Risse sind nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie breiten sich überall aus. Unsere Theorie hat sich also als fehlerhaft erwiesen. Der Riss im Wald wurde geschlossen. Trotzdem bleibt Link verschollen. Ich muss zugeben, mir ist unklar, was nun der nächste Schritt sein soll. Euer Hoheit, werter Lowberry. Als ich in Schloss Hyrule vom Riss verschluckt wurde, hatte ich das Gefühl, an einem fernen Ort geschleudert worden zu sein. Und die Prinzessin fand mich schließlich in einem ganz anderen Riss, in jenem, der sich hier im Wald aufgetan hatte. Wie bin ich über eine so weite Distanz transportiert worden?
Die Welt innerhalb der Risse ist ganz anders verbunden als diese Welt hier. Meine Gefährten haben mir erzählt, dass auch anderswo noch sehr große Risse gibt. Der König und die anderen befinden sich womöglich in einem dieser Risse und somit an einem ganz anderen Ort. Dann geht das dir selber auch für Link? Hör mal, Zelda. Ich fliege mal eben ganz hoch, um mich umzusehen. Vielleicht kann ich von dort die anderen Risse sehen. Aber Troy, da oben ist ein Dach. Ach, hab ja vergessen, dass du einfach so durchfliegen kannst. So, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich weiß zwar nicht, in welchen Riss dein Vater und die anderen sind, aber ich habe weitere größere Risse gesehen, die wir betreten können. Ich habe die Stelle auf deiner Karte verzeichnet. Wenn wir alle Risse schließen, können wir die Verschwundenen sicher retten. Also lass uns aufbrechen, einverstanden, Zelda? Nein, nein, haltet ein. Eine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Das darf eine Prinzessin ja wohl selbst entscheiden. Und in der Tat ist sie die Einzige, die es bisher gelungen ist, einen Riss zu schließen. Damit Hyrule diese Krise übersteht, muss jeder von uns seinen Beitrag leisten. Das stimmt zwar, aber... Prinzessin, würdet ihr zusammen mit Troy eine Reise durch Hyrule antreten und euch vor Ort der Risse einnehmen? Das ist unsere einzige Chance, sie zu schließen und den König und die anderen zu retten. Zinstra, du hilfst mir hier bei meinen Nachforschungen bezüglich der Risse und die Prinzessin auf ihrer Mission zu unterstützen. Jawohl, Nachforschungen sind mein Spezialgebiet. Die vom werten Troy gekennzeichneten Risse scheinen sich in der Gerudo-Wüste sowie in der Yabu-Gewässern zu befinden. Solltet ihr genauere Informationen zu diesen beiden Gebieten benötigen, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden. Euer Hoheit, ich hoffe, ihr werdet euren Vater, den General und die anderen Verschwundenen recht bald finden. Eines noch. Das Schwert, das ihr nun tragt, birgt noch ungenutztes Potenzial. Mit Hilfe meiner Forschungen kann ich euch diesbezüglich vielleicht helfen, wenn das eure Neugier weckt. Sprich mich doch darauf an. Okay, kann ich mir jetzt noch was merken? Die mysteriöse Rissen. Der König und General Dex sind womöglich in einem anderen Riss gefangen. Die beiden von Troy entdeckten große Risse befinden sich in der Gerudo-Wüste sowie in den Yabu-Gewässern. Die Suche nach dem König. Der König von Hyrule und General Dex sind womöglich in einem anderen Riss. Du solltest dir die Risse in der Gerudo-Wüste und den Yabu-Gewässern genauer ansehen. Geh erstmal nach hier unten. Kann ich hier vielleicht irgendwas merken? Können wir was ansehen. Blueberrys Tagebuch liegt verlockend auf dem Tisch. Okay, Eindruck 1. Das an den Standorten früherer Risse auftretende Mineral, Vulgo, Kristall der Stärke, scheint wundersame Eigenschaften zu besitzen. Ich konnte beobachten, wie Monster aus dem Rissen vor dem Mineral zurückschrecken und jede Berührung meiden. Würde man diese Kristalle sammeln und eine Waffe daraus anfertigen, wäre eine vernichtende Wirkung gegen Rissmonster garantiert. Nach langwierigen Bemühungen habe ich ein Verfahren gefunden, um Kristalle der Stärke zu größeren Erzstücken zu verschmelzen. Dies ist die Voraussetzung dafür, eine Waffe daraus zu schmieden und diese dann noch weiter zu verstärken. Welche Waffe wäre wohl der geeignetste? Die Anfertigung eines Prototypen hat hohe Priorität. Als ich im Wald vom Monster angefallen wurde, hat mich ein Jüngling namens Link gerettet. Von den Bewohnern des Dulia-Dorfes konnte ich erfahren, dass Link zusammen mit weiteren Kindern weggezaubert worden war. Niemals zuvor habe ich gehört, dass jemand der Weggezauberten zurückgekehrt ist und schon gar nicht eine ganze Gruppe Kinder. Doch all diese von einem Riss verschlungenen Kinder hatten danach etwas eingebüßt. In Links Fall war es das Sprachvermögen. So hat also Link seine Sprache verloren. Er konnte sich zwar nicht mehr sprachlich äußern, kämpfte aber fortan umso entschlossener für das Gute. Sein Mut inspirierte mich. Sofort war mir klar, dass er der zukünftige Besitzer des Schwertes der Stärke sein muss, das ich geschmiedet habe. Ich sehe es als meine Bestimmung an, ihn auf seinem Wege nach Kräften zu unterstützen. Morgen gehe ich noch einmal ins Sodelia-Dorf. Meine Theorie hat sich bestätigt. Link konnte mit dem Schwert der Stärke die aus einem Riss erschienene Monster vernichtend schlagen. Nur dem blauen Ungeheuer, das ich für den Urheber der Risse halte, konnte er nichts anhaben. Um diese übermächtige Ungetüm zu besiegen, reicht die Kraft des Schwertes wohl noch nicht aus.
Doch es sollte möglich sein, es weiter zu verstärken. Wir müssen mehr Kristall der Stärke beschaffen. Auf den Rückweg von einem seiner Abenteuer kam Link zu meinem Haus. Die Kapuze, die ich ihm geschenkt habe, scheint ihm zu gefallen. Auch wenn er nicht sprechen kann, verstehe ich recht gut, was er so fühlt und denkt. Ich werde neue Waffen für ihn anfertigen. Ich sehe es als meine Pflicht an, ihm zu helfen, wie ich nur kann. Link war bei mir. Er wird bald aufbrechen, um endlich jenes blaues Ungeheuer zu bezwingen. Er schien in höchster Eile zu sein, auch wenn ich den Konterfei nicht recht verstehen konnte. Ich habe das Schwert der Stärke so weit wie möglich verstärkt und ihm die übrigen Waffen überreicht. Mehr kann ich nicht für ihn tun. Mein Kopf sagt, dass er gut vorbereitet ist, doch mein Herz ist besorgt um ihn. Bitte kehre wohlbehalten zu mir zurück, Link. Holy moly. So, euer Schwert. Das Schwert interessiert euch? Wie gesagt, habe ich dem geschmiedet. Er trägt den Namen Schwert der Stärke. Ich hatte schon länger den Mineral erforscht, das öfters an den Stellen gefunden wird, wo sich ein Riss befand. Im Zuge dessen fand ich heraus, dass die aus Rissen auftauchenden Monster empfindlich auf dieses Mineral reagieren. Oha! Und wie ich sehe, seid ihr auch schon darauf gestoßen. Ich rede von den blauen Kristallen, die ihr da habt. Ich taufte diese Erzbrocken Kristalle der Stärke und schmiedete daraus das Schwert. In meinen Rissforschungen lernte ich den jungen Link aus dem Sodelia-Dorf kennen und überreichte ihm schließlich die Waffe. Link lernte das Schwert wie kein Zweiter zu führen und ich erforschte Methoden, es mit Hilfe von Kristallen der Stärke weiter zu stärken. Die Frucht meiner Bemühungen ist die Maschine dort in der Ecke. Huch, bei genauer Betrachtung scheint das Schwert etwas von seiner früheren Stärke eingebüßt zu haben. Doch wenn wir es eifrig verbessern, wird es sicher bald schon wieder schärfer schneiden als je zuvor. Wenn ihr im Besitz von Kristallen der Stärke seid, könnt ihr die Maschine ja mal ausprobieren. Verbesserungen. Eine Maschine in Loberis Haus kannst du unter Einsatz von Kristallen der Stärke Verbesserungen an Waffen durchführen. Was möchtet ihr verbessern? Schwertansicht können wir noch nicht verbessern, weil die Energie erleistet. Können wir verbessern. Und das machen wir mal direkt. Gut, dann frisch ans Werk. Die Energieleiste hat Level 2 erreicht. Was möchtet ihr verbessern? Ist ja schon gut, okay. Noch mehr Risse. Ich werde von hier aus zusammen mit Lowberry Erkundungen zu den Rissen einholen. Hoffentlich wird euch das zugute kommen. Euer Hoheit, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Die große Risse. Die große Risse sind in den Yabo-Gewässern sowie in der Gerudo-Wüste aufgetaucht. Ja. Falls ihr etwas über die verschiedenen Regionen erfahren möchtet, werde ich nach besten Bemühungen eure Frage beantworten. Dann erzähl mir doch was über den Yabo-Gewässer. Die Yabo-Gewässer befinden sich von hier aus im Nordosten. Dort wohnt das Wasservolk der Soras. Ihr Volk spaltet sich in zwei Unterarten auf, Meersoras und Flusssoras. An der Küste am Eingang der Yabo-Gewässer gibt es ein kleines Fischerdorf, in dem Hyjana wohnen. In diesem Dorf könnt ihr euch zuerst einmal über die Lage in der Region erkundigen. So, und dann erzählen wir noch was über die Gerudo-Wüste. Die Gerudo-Wüste liegt im Westen von hier, eine harsche Umgebung geprägt von brennender Sonne und Sandstürmen. Dennoch befindet sich tief in der Wüste eine Siedlung. Dort haust das Kriegervolk der Gerudo. Wunderlicherweise befindet sich dieses Volk ausschließlich aus Frauen. Und sie alle üben sich von Kindesbeinen an ihr Kriegskunst. Schon am Eingang der Wüste werdet ihr wahrscheinlich auf ihre Wache treffen. Sie können euch vielleicht mehr berichten. Okay. Dann haben wir uns jetzt hier auch erkundigt. So, hier darf ich jetzt speichern? Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben den ersten Dungeon gemeistert, unser Schwert verbessert. Würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Stream, geben wir uns erstmal hier in die Wüste, ist am nächsten dran. Und dann schon mal weiter. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tüdelü. Ja, schon Ende, aber ich muss zugeben, wir haben heute viel geschafft. Wir haben den Prolog abgeschlossen, wir haben den ersten Dungeon geschafft, haben unser Schwert verbessert,
Wir haben viele Echos gelernt. Würde ich eigentlich auch so nochmal die ganzen Echos nochmal zu zeigen. Ja, Lex, komm, wir haben gelernt, wie man einen Tisch baut. Ein altes Bett, eine Topfpflanze, eine Holzkiste, ein Krug, Fleisch, Schild, ein Stein, ein schwerer Fels, ein Schlosskrug, ein Trampolin, eine Feuerschale, ein lustig brennendes Feuerstellel, ein Zoll, ein Kerzball, ein Speermoblin, Seeigel, ein Flederbeißer, ein Giftwurm, ein Gürtelpraller, ein Schattengarde, eine Dikurana, eine Killernass und ein Saitula. Da fällt mir ein, kann ich ja eigentlich hier auch ein Bett. Ja. Warte mal. Okay, ich höre schon auf. Gut, aber jetzt ist wirklich Ende im Gelände. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom. Tschüss.